Wenn Reinhold Scherer in die Berge aufbricht, wird es meistens etwas anstrengend. Aber eigentlich kann er gar nicht anders. Manchmal zögere ich auch lang, weil ich weiß, wow, das wird viel Arbeit. Aber sobald der erste Hackel drinnen ist und die angefangen haben, da rein zu klettern, dann weiß ich, ich mach's fertig. Da bin ich fast ein bisschen besessen irgendwie. Aber ja, das macht mir einfach einen tierischen Spaß. Da ist eine Wand und da gehe ich auf, weil ich es kann. Ich mach's, weil ich es kann. Er kann und muss neue Linien klettern. Er sieht sie und los. Wie am Grünstein bei ihm daheim in den Mieminger Alpen. Und da war, glaube ich, noch eine total schöne 6er-Tour oder 6er-Minus, so irgendwas in der Richtung. Auf alle Fälle voller schöner Felsen. Um Equipment, Sicherung und überhaupt um alles kümmert sich Reinhold alias Reini Scherer dabei meistens allein. Ja, ich habe schon immer noch Respekt. Ist das jetzt ein lockerer Felsen oder hebt der? Das muss man immer so abwägen. Dann haben wir oft einmal Klopfen auch, spüren, was ist fest, was ist locker. Das klingt hohler, das klingt fest. Immer aufpassen. Na, ist das ein Wahnsinn, hey. Na, wenn es nichts gibt in der Mauer und du steigst in das eine und nicht zu wissen, Gerteverschneidung überhaupt und dann kletterst du das eine und da war vorher nichts. Das ist das Coolste eigentlich. In anderen Gebieten wurden und werden die Routen des 57-Jährigen unzählige Male von anderen wiederholt. Aber zuerst klettert er sie für sich. Ich möchte in Ruhe arbeiten können, ich möchte in Ruhe meine Linien einrichten können. Ich möchte nicht, dass mir irgendeiner quer reinkommt. Deswegen sage ich am Anfang nichts. Zuerst ist es so, dass ich da irgendwo eine Ruhe haben will, wenn ich kletter. Wo er eigentlich arbeitet, ist es nicht besonders ruhig. Reini Scherer ist Geschäftsführer des KI, Klettern Innsbruck. Eine der weltweit größten Anlagen ihrer Art. Wenn der Weltcup hier mal wieder Station macht, bleibt er als Co-Kommentator im Hintergrund. Die Funktion hinter den Kulissen ist ihm mittlerweile lieber als die Rolle, die er früher dabei hatte. Ja, früher habe ich einfach alles gemacht. Da habe ich einen Kaffee runterlassen, Dusch gemacht, trainiert, Wettbewerbe organisiert, Routen geschraubt und alles. Die Anlage da ist so groß, dass sowas gar nicht mehr geht. Heute kommen Tausende zum Weltcup, um Spitzenathleten wie den Deutschen Alex Megos hautnah zu erleben. Applaus und Rampenlicht für sich selbst hat Reini nie gesucht. Er wollte immer, dass andere die Möglichkeiten haben, bestmöglich zu trainieren und zu klettern. Er leitete schon die erste Innsbrucker Kletterhalle, das Tivoli. Hier coachte und förderte er zunächst vor allem den Nachwuchs. Ja, ruhig ein bisschen Dynamik reinbringen. Super. Auf dem Gerät ist ganz gut, auch wenn er nicht so gut ausschaut. Ja, genau. Okay. Jetzt sind wir noch im Griff. Aus den Kinder- und Jugendgruppen des späteren Nationaltrainers gingen zahllose Kletterstars hervor. Am hellsten strahlte der Stern des 2019 tödlich verunglückten Wunderkindes David Lama.
Das ist der David Lammer bei mir auf den Schultern. Da sind wir nach Grenoble gefahren, 98 oder so, was war das? Da ist der David, glaube ich, gerade 6 Jahre alt gewesen. Und da haben wir so einen Kinderwettbewerb mitgemacht und dem haben die Innsbrucker gewonnen. Und da waren mehrere Nationen am Weg, aber Innsbruck hat gewonnen. Und das war mega. Da haben so die Franzosen schon gesagt, boah, passt euch auf die Österreicher, die werden stark. Ja, das ist in Moskau gewesen, Weltcup. Da hat damals der Kili gewonnen. Und die Katta hat gewonnen und die Anna war am Podest. Alles Österreicher. Als Nationaltrainer war er beteiligt an unzähligen Erfolgen. Begleitete bei den Olympischen Spielen auch den fünffachen Weltmeister Jakob Schubert. Das Schwarz-Weiße, das ist genau die Szene in Tokio bei der Olympiade, wo nicht sicher war, ja, wie vielten Platz habe ich jetzt gemacht. Und die deuten daraus 3. Und er sagt zu mir, was, 3? Ja! Das war die Bronzemedaille. Da hat er sich voll gefreut. Uns ist das einfach alles passiert. Wir haben da mitgemacht. Wir haben gewusst, okay, da gibt es eine Kletterhalle, ja, machen wir. Da gibt es Bewerber, ja, machen wir. Da könnte man gewinnen, ja, fahren wir halt hin. Ich glaube, heutzutage wäre das anders, weil es ein Riesenwunsch ist, dass man irgendwo hinfährt und gewinnt. Und wir haben das eigentlich nie so richtig im Fokus gehabt, sondern uns ist das einfach passiert. Ja, machen wir. Aha, cool, okay. Wieder unterwegs in den Miemingern. Seilpartner Kilian Fischhuber. Fünffacher Sieger im Boulder-Gesamtweltcup und als Nationaltrainer sein Nachfolger. Also ihr glaubt im Rheini, dass da oben Felsen sind, oder? Ich muss ihm fast glauben, sehen tut man nichts. Ich bin gespannt, aber die Überraschung wird umso größer. Vielleicht wird das Wetter noch besser und dann ist es, glaube ich, cool. Langsam taucht aus dem Nebel die Griesspitze auf. Da sind also Felsen. Es ist kühl und feucht, nicht wirklich einladend. Ein bisschen Genuss geht aber immer. Oh, fein. Ist da eine Bank gebaut rein, oder was? Ja, das gehört dazu. Zum Ausschauen, nicht nur aufschauen, sondern auch zum Ausschauen. Ein bisschen nass ist sie halt, gell? Ja. Alleine hier an der Griesspitze hat Reini 8 Routen erschlossen. 48 Seillängen vom 5. bis zum 9. Grad. Nun kann jeder kommen und sie klettern. Ich glaube, dass der Reini vor allem ein Pionier war, also immer schon am Fels sehr viel eingebohrt. Und zwar nicht nur extreme Sachen, sondern auch viel für den Nachwuchs und auch für die breite Masse. Und das macht es auch aus, dass es zugänglich war für viele halt. Und der Reini hat es halt vor allem gepusht, weil er halt auch mit den Kletterhallen und auch mit der Entwicklung beim Felsklettern halt so viel gemacht hat fürs Klettern. Ja, wobei ich mich mehr so als Infrastrukturminister und Hausmeister gesehen habe. Und man muss ja oft nicht viel reden und nicht viel tun, sondern du musst einfach die Möglichkeit bieten. Und ich habe mich immer für das mehr zuständig gefühlt. Nicht viel geredet, das glauben wir ihm sofort. Dass er nicht viel getan hätte, das ist, hier legen wir uns fest, eine Untertreibung. Kilian testet die Qualität seiner Route. Boah, zorniger Zug. Das ist so schwer. Ich kann leichter vorstellen. Nicht so leicht, gell? Ganz schön ein Buckel, hä? Also echt cool, Reini. Nett, gell? Ja, voll lässig. Wird immer besser. Die Route gefällt. Bis jetzt wurde sie nur selten geklettert. Und noch sind nicht alle lockeren Griffe ausgeräumt. Okay, da ist er weg. Geht's? Die Finger? Aha. Geht's?
Ja, 8 plus. Wir müssen es aufwerten. Ja, was? Gut, durchgemacht. Ja. So. Ja, es war ganz wichtig, dass wir Orte und Plätze und Hallen und auch Felsen zum Trainieren gehabt haben. Also ich glaube, das hat uns ja auch diesen großen Vorsprung eingebracht in Österreich, was uns damals zur erfolgreichsten Wettkampfnation gemacht hat, dass wir eben dann schon eine gute Halle gehabt haben, dass wir Leute gehabt haben, die Trainingspläne sich überlegt haben und probiert haben und dann denen geschliffen haben und auch Trainingsgruppen geschaffen haben, wo wir uns gegenseitig gepusht haben. Das war der Vorteil, das war der Vorsprung. Den verlieren wir jetzt nicht, weil wir schlechter sind, sondern weil wir alle anderen halt auch aufholen und das halt auch machen. Aber umso mehr heißt es halt am Ball bleiben und halt immer Druck geben und ja, das Beste fordern und das Beste liefern. Das von Reini maßgeblich konzipierte KI, Klettern Innsbruck, gilt nicht nur als eine der größten, sondern auch weltweit besten Kletteranlagen. Gratuliere nochmal. Dankeschön, danke dir. So gut gekommen. Oh. Beim Weltcup am Tag zuvor hat Alex Megos den zweiten Platz belegt. Jetzt bleibt er noch, um hier zu trainieren. Denn nirgendwo sind die Möglichkeiten besser. Die Halle funktioniert dabei auch als Begegnungsstätte. Genauso wurde sie von Reini geplant. Otto Normalverbraucher kann da zuschauen, wie der Alex Megos oder Jakob Schubert oder die Japaner jetzt die alle dort sein zum Trainieren, wie die klettern. Und das finde ich schon echt sehr cool. Guten Morgen, die Damen. Wie läuft's? Ja? Alles fit. Bist du gestern da zuschauen gewesen? Ja. Da oben sind kleine Kinder. Da drüben, Kurt Begehrer, das ist eine Legende im Klettersport, über 80 Jahre. Alles auf einem Raum. Das finde ich echt so lässig. Bitte. Sauber. Alle, komm, bleiben. Das ist der Verwandtschnacht. Dort. Das ist ein Trainingsbereich für die Spitzensportler. Das ist bei mir in das Bundesleistungszentrumsbereich, als BLZ. Das ist der wichtigste Raum für die Spitzensportler. Am liebsten ist das Mastermind des österreichischen Kletterns, Sie erinnern sich, jedoch draußen unterwegs. Ist mit dem ruhelosen Erschließen denn nicht irgendwann genug? Ich habe viele Gebiete gehabt, wo ich viel gemacht habe. Das war Dschungelbuch, Chinesisches, Zillertal, Arco, Osttirol. In Malaysia habe ich viel gemacht. Dann jetzt ja in den Mirminger, in die Karnischen und in Karwendel. Und so geht es weiter. Wie viele Saarlingen, das weiß ich ziemlich genau. Ich habe, glaube ich, 1513 jetzt. Das schreibe ich mir noch immer auf. Da habe ich so ein Routenheftel. Ja, das notiere ich mir. Dies war die letzte noch geplante Länge am Grünstein. Jetzt könnte er doch locker lassen. Ja, da fliegt man drauf. Aber keine Atempause. Mehr. Es wird noch was gemacht. Das macht sogar noch besser. Da werden sich ein paar Leute denken, ein spinnt der Typ. Für dich ist es völlig logisch, oder? Genau. Dass ich das mache? Ja. Ich brauche das. Wenn das Gebiet dann so erschlossen ist, wie man eigentlich vorstellt, dass es eigentlich schön ist jetzt, dass man hingehen kann, dann richte ich meistens danach noch irgendwo so ein gemütlicher Bankerl her, so zum Sitzen, dass es echt fein hat und dass man dann auch ausschauen kann. Jawohl! Fertig! Man muss schauen, dass irgendwann in einem gewissen Alter die Jungen das machen, die dann nachkommen und du bist halt nur da, wenn sie Fragen haben und die brauchen.
Und ich habe schon das Gefühl, dass ich das die letzten 2-3 Jahre ganz gut gelernt habe. Die kann eigentlich ganz gut locker lassen. Ich kann auch mit mir nicht locker lassen, weil ich muss immer was tun. Ich kann nicht still sitzen. Also nicht immer, ich kann schon manchmal. Manchmal zwinge ich mich auch dazu. Aber wenn ich dann müde bin und jetzt da sitze, dann habe ich Ruhe. Ein bisschen Ruhe hat der Reini am Ende des Tages dann doch noch gefunden. Wem wollen wir es mehr vergönnen als ihm, dem das Klettern so viel zu verdanken hat?